Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Hab gerade überlegt, welches Spiel spiele ich denn gerade nochmal. Sehr blöd. Ist das der richtige Weg dahin, wo wir wollen? Hinwollen? Ja, das sieht richtig aus. Wir wollen nämlich nach New York. Thomas Higgy aufspüren und umbringen. Ein Attentat auf ihn verüben, damit er nicht George Washington umbringen kann. Ja, so hört sich's in Ordnung an. Nach New York reisen. Ja, ich möchte übrigens nach New York. La 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 la. Hallo Connor. Hallo Connor. Da der Ostbezirk Templer. New York. Na, da ist die Mission. Wir könnten uns auch noch vorher umgucken und hier ist auch direkt ein Vor. Pferdbesteigung fortzufahren. Dem Kontakt zum Markt folgen. Also, was ist dein Gewinn bei all dem? Derselbe wie deiner. Frieden, Stabilität. Ein Land, in dem alle Seite an Seite leben. Frei und gleich. Dann schließ dich doch der Bruderschaft an. Mein Vater war ein Assassiner. Und ein recht guter dazu, soweit ich weiß. Aber ich hoffe, eines Tages Kinder zu haben. Es ist schwer, in zwei Welten gleichzeitig zu leben. Also entschied ich mich für eine. Ich verstehe. Ich helfe immer noch, wo ich kann. Deshalb sind wir jetzt hier. Okay. Gut. Gespräch zu Ende. Dabei kommt noch was. Aber nein. Ja. Das sah aber nicht nach Templer aus. Beziehungsweise nach Briten. Und ich höre schon wieder Kinder lachen. Furchtbar. Benimm dich, Mann. Was kannst du mir über Thomas Hickey sagen? Er war der Kopf eines Fälscherrings hier in der Stadt. Finde den Sitz seiner Organisation. Wir lassen ihn verhaften. Vom Gefängnis aus kann er dem Commander nichts antun. Weißt du denn, wo er ist? Nicht exakt, aber ich habe eine Idee, wo wir die Suche beginnen können. Der Kulperring. Nein, das lesen wir uns nicht durch. Wenn wir ein Let's Read von Assassin's Creed 3 machen, sitzen wir auf jeden Fall auch sehr lange. Und da ich immer meine Probleme mit dem Vorlesen habe, was ich nicht verheimliche, merkt man ja auch, ich gerne mich mal fast bin, weil ich zu schnell bin, wäre das ein furchtbares Let's Read. Auf die Fresse! Hätte ich gedacht, hier kommt noch ein bisschen Gespräch, aber das komplett ruhig ist jetzt weiterhin. Weil ihr das verdient habt. Bestimmt nicht, aber es gibt Gerüchte über Falschgeld aus dieser Gegend. Zweifellos stammt es von Thomas. Was soll das? Das ist kein Geld. Nur buntes Papier. Du hast mich zum letzten Mal betrogen. Wache! Den Fälscher verfolgen. Wird gemacht. Oh, Hilfe. Ich hasse doch Verfolgung. Vor allem Diebverfolgung. Den Unterschied macht der. Du siehst mich nicht. Was? Rauch einfangen? Sind wir bei den Famous Second Son? Heute bin ich extra großzügig. Oh, oh. Oh, Gott sei Dank war ich gerade so halb bei den Trainer. Gott sei Dank. Hilfe. Ihr erhaltet sogar meine berühmte einwöchige Garantie zu eurer vollsten Zufriedenheit. Wow. Einwöchige Garantie. Hätte man heutzutage nur eine wöchige Garantie, dann
würde man bei ganz vielen Sachen alt aussehen. Och nee, da kommt ja noch... Der kämpft da mit der Wache. Wieso kämpft er da mit der Wache? Ich bin kein Schnorrer. Also wenn man hier 10 Minuten stehen würde, würde man verrückt werden von dem Gelaber von den Typen. Und mich juckt an der Schulter. Ich ahne Schlimmes. Den Fälscher immer noch verfolgen, das tue ich doch. Fälscher verfolgen, lalalala. Normalerweise müsst ihr mich sehen. Oder aus dem Winkel? Ja. Ja, ich... Wollen, dass man mit der Kamera draufhalten muss, das ist so schwachsinnig. Mann. Nicht viel Wasser trinken, sondern Salze trinken, hat er gerade im Hintergrund gesagt. Erfolgreich eine stationäre Belauschung durchführen. Alter. Und es ist fehlgeschlagen. Ich tue euch belauschen. Ich habe nur noch das Gefühl, das könnte böse für mich enden. Weil ich entschuldige mich für den schimpfenden Vogel im Hintergrund, was ich eigentlich jetzt in letzter Zeit in jedem Part machen muss. Ja, wiederholte Unterbrechung führen zur Desynchronisation. Ich weiß. Und jetzt mal anzulabern. Was ist passiert? So ein Krämer ließ mich ausfliegen, rief nach der Wache, doch ich konnte entwischen. Der Boss wird stinksauer sein. Nicht so, wie wenn er mich geschnappt hat. Und? Wir haben fast alles, was wir für den Plan haben. Sag ihm das. Ich warne die anderen. Erfolgreiche Einheit stationäre Belauschen durchführen. Die wundern sich nur, warum da ein toter Typ liegt. Beziehungsweise zwei. Naja. Zumindest ist es nicht fehlgeschlagen, die Mission bisher. Kann man nicht sagen wegen. Nur das ist eine beschissen lange Verfolgungsmission, muss ich ja feststellen. Geh weiter. Ich habe gerade versucht, nicht zu niesen im Hintergrund. Das wird gleich wohl passieren. Deswegen war ich kurz ruhig. Ah, weil meine Nase kribbelt. Augenblick. Furchtbar. Ich hasse das. Es kündigt, ich niese an und er will nicht raus. Augenblick. Gut, dass Assassin's Creed nicht auf Geräusche basiert. Der steht ja schon wieder und hält still und ich höre schon wieder solche Drecksbälger. Ach, der versteckt sich vor der Wache. Solange die Typen mir nichts tun, ist alles gut. Schön. Sie tun mir nichts. Sehr schön. Hallo. Du siehst mich nicht. Verfolgst du ihn auch? Warum stehst du so lässig an der Ecke?
Okay. Habe ich schon erwähnt, dass ich Verfolgungsmissionen, die extrem lange sind, hasse? Ich glaube, das hat man in Assassin's Creed Revelations ganz gut gemerkt bei der einen. Fangen die mal an zu labern. Fangen die auch mal an? Der muss ausreden. Ich hörte, was auf dem Markt passiert ist. Der Boss will uns alle im Laden sehen. Komm runter, los. Heute Nacht schlagen wir zu. Macht er sich etwa Sorgen wegen den Wachen? Ich sage dir, es ist nichts. Hat er nicht den geringsten Ärger, seit ich entkommen bin? Natürlich passe ich auf und halte an. Ja, es ist fehlgeschlagen. Spring doch nicht! Alter, er sollte die Wache abstechen und er ist auf die Typen drauf. Oh, wie kann man denn nur so blöd sein? Ja, ich will gleich anfangen, aber wie soll ich denn anfangen? Probieren wir es halt nochmal. Alter, ich sehe sie doch. Ich bin über ihnen. Ich hörte, was auf dem Markt passiert ist. Der Boss will uns alle im Laden sehen. Heute Nacht schlagen wir zu. Macht er sich etwa Sorgen wegen dem? Ich sage dir, es ist nichts. Hat er nicht den geringsten Ärger, seit ich entkommen bin? Natürlich passe ich auf. Oh, oh, oh. Alter, wo hat mich denn gerade einer entdeckt, bitte? Hin und wieder verstehe ich das nicht. Da war doch gar keiner mehr, Alter. Ja, die Belauschung ist fehlgeschlagen. War denn da zur Hölle einer? Oh, jetzt hüpfe ich den hier direkt in die Arme. Ich würde behaupten, die Mission läuft nicht optimal. Sie läuft beschissen. Sehr, sehr beschissen. Ich habe beide einmal umgebracht. Einmal bin ich von irgendeiner imaginären Wache entdeckt worden. Der letzte, der mich reinlegt. Gut, was sich rumdrehen. Oder in die Gasse gehen? Ah, danke. Was soll das? Thomas Hickey? Vielleicht. Was geht's dich an? Sollte dein Orden nicht ausgelöscht sein? Schätze, dann muss ich das richtig stellen. Pack den! Die Assassinen sterben nie aus. Ja, halten. B halten, aber ich war eigentlich schon einen Schritt weiter, deswegen habe ich. Noch einer! Pack den! Wieso noch einer? Hickey verfolgen. Mach dich vom Acker, Mann. Das ist mein Geld. Ja, niemanden rammen oder schubsen. Fehlgeschlagen. Oh, so blöd. So blöd. Wie kann man denn so blöd sein? Halt still. Du stiftest kein Unheil mehr. Du bist ein Narr. Misch dich in Dinge ein, die du nicht verstehst. Washington ist das Einzige, was die Kontinentalarmee zusammenhält. Tötest du ihn, stirbt auch jede Hoffnung auf Freiheit. Falsch, Bursche. Ohne ihn ginge die Verantwortung über an Lee. Und dann? Ihr seid beide verhaftet. Ach, kommt. War doch nur ein kleiner Streit, Officer. Ist nicht kriminell, wenn zwei Männer ihren Twist auf altmodische Art klären. Können wir uns nicht... Still! Aufgrund welcher Tat? Falschmünzerei! Damit hatte ich nichts zu tun. Natürlich nicht. Hör zu, hier steht Wichtigeres auf dem Spiel. Dieser Mann hat vor...
Aua. Nicht nett. Etwas auf die Seite legen. Die Mission wird heißen beschissene Verfolgung. Oder ich hasse Verfolgungsmissionen. Irgend sowas. Lalala. Oh. Da sind wir wirklich im Gefängnis gelandet. Du hast mich vermisst, Süßer. Was? Nichts zu sagen? Wenn du hier bist, ist Washington sicher. Wahr, wahr. Aber ich glaube, ich wurde gerade begnadigt. Vielen Dank für die Rettung, Gentlemen. Es dürfen keine Fehler mehr passieren, Thomas. Ist das verstanden? Was ist mit dem Assassinen? Ja, er ist hier. Direkt in der Zelle neben meiner. Wir haben wohl doch nicht alle erwischt, was? Kümmert euch drum, Charles. Sofort, Sir. Was machen wir? Du bist der Bursche vom Kontinentalkongress. Adams, kleiner Schoßhund. Ich hab da eine Idee. Ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Erzähl. Wenn die Zeit reif ist. Der Assassine wird uns schon nicht davonlaufen. Zunächst sollten wir dir eine bessere Unterkunft suchen. Was redest du da? Ich dachte, ich komme hier raus. Ich fürchte, du kommst ein Weilchen nicht raus, wegen Benjamin Talmadge. Er zerreißt sich das Maul, erzählt alles Mögliche. Du wirst verdächtigt, einen Anschlag auf George Washington vorzubereiten. Was für ein Plappermaul! Ich dachte, ihr kümmert euch darum. Wir besprechen das woanders. Woanders? Was war denn das gerade für eine dramatische Musik? Hier gefällt das Gespräch der Gefangenen belauschen. Ich sag's dir, er wird von hier fliehen. Wir sollten uns anschließen. Ja, und wie kommst du darauf? Der hat im Hof irgendwas geschnitzt. Steckte es schnell in die Tasche, als er mich sah. Sah aus wie ein Schlüssel. Bestimmt nur ein Messer. Nein, Mason kämpft nicht. Der lügt und betrügt, um Ärger zu vermeiden. Weasel Weems nennt man ihn. Den Schweinehund. Komm schon, Finch, so übel ist er nicht. Brachte mir sogar ein paar Buchstaben bei. Ich werde nämlich meine alten schreiben. Wozu? Glaubst du, die Schlampe sitzt rum und verzehrt sich nach dir? Spart sich auf für deine Freilassung? Hä? Die hat bestimmt längst den nächsten Kerl. Und den übernächsten. Halt bloß dein Maul, sonst stopfe ich's dir. Reg dich ab. War nur ein Witz. Ja, kann ich aber nicht drüber lachen. Hickel verschweigen und schlafen gehen. Toll. Zwei Missionen gleichzeitig. Leg dich wieder schlafen, Connor. Uah. Connor einfach aussieht. Können wir nicht immer mit den Klamotten rumlaufen? Wie authentischer. Hey, auf! Wo gehen wir hin? Pause. Mach keinen Ärger, nee. Sonst stecken wir dich ins Loch. In der Wache, in den Gemeinschaftsbereich folgen. Machen wir doch gerne. Das ist der Gemeinschaftsbereich. Ne, der ist da unten. Was glotzt du so, Halbblut? Halbblut, Halbblut. Du sprichst meine Sprache nicht, oder? Komprende? Er schuldet mir immer noch fast 3 Pfund. Soll ich dir Vernunft in dein Dickschädel prügeln? Wenn ich zu prügel, ist bestimmt hier das Chaos los. Hoa. Hoa. Weems ausspüren. Adler aktivieren, einhalten. Alter. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge von Assassin's Creed 3. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.